Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Drei wunderbare Geschichten habe ich wieder für Sie. Eine Kindertagesstätte auf den Kapverden haben wir besucht. Dann gibt es einen Actionausflug auf Jamaika. Und wissen Sie eigentlich, was eine Manöverstation ist? Viel Spaß! Ganz kurz nach Weihnachten haben die Kollegen von AIDA Vita auf den Kapverden festgemacht. Und unsere Entertainment-Managerin hat sich gedacht, Mensch, da machen wir doch den Kindern in einer Kindertagesstätte auf den Inseln mal eine richtige Freude. Gucken Sie mal. Liebe Gäste, wir befinden uns im Praia auf den Kapverdischen Inseln. Fantastisches Wetter heute und es ist so, Weihnachten und Neujahr liegen ja gerade hinter uns und wir haben noch einige Schokoladenweihnachtsmänner über. Und da haben wir uns natürlich gedacht, besuchen wir heute eine Kindertagesstätte hier im Praia auf den Kapverdischen Inseln. Natürlich haben wir jetzt auch noch die eine oder andere Frage an Carmen. Zum Beispiel, Carmen, wie viele Kinder kommen denn hier täglich in die Kindertagesstätte? Die Anzahl der Kinder ist ganz unterschiedlich. Meistens sind es nicht mehr als 20. In den Ferien kommen aber viel mehr Jungen und Mädchen. Dann sind es oftmals zwischen 50 bis 100. Eine konstante Anzahl gibt es nicht. Im März werden es 20 Jahre sein, dass die Kindertagesstätte gegründet wurde und die Kids an unserem Programm teilhaben können. Es kommen nicht nur Kinder aus der Stadt, sondern auch aus den umliegenden Dörfern. Hier ist grundsätzlich jeder willkommen, ganz egal aus welcher Familie und wie sie erzogen wurden, ob Kinder mit Behinderung oder Waise. Es ist egal, ob Mädchen oder Junge oder welches Alter. Wir versuchen hier so viele Heranwachsende wie möglich aufzunehmen. Wir sagen natürlich ein ganz großes Dankeschön an Carmen, dass wir heute hier sein durften. Ich denke, die vielen lächelnden Kindergesichter sprechen auf jeden Fall für sich. Ich habe gerade gelernt, dass man sich auf Portugiesisch auch gerne mal mit Ciao verabschiedet. Und da sage ich jetzt einfach mal Ciao. Als meine Familie und ich letztes Jahr auf Jamaika waren, da haben wir das Primetime-Magazin gedreht. Mein Sohn hat moderiert, Ausgabe 45, wenn Sie sich erinnern. Aber wenn wir das nächste Mal da sind, dann machen wir den Ausdruck, den ich Ihnen jetzt zeige. Blue Hole, Abenteuer pur. Viel Spaß! Zuerst waren wir an den Blue Holes bei den Wasserfällen. Dort war Adrenalin pur angesagt. Wir sind aus 7 Meter Höhe einfach mal so in die Höhlen gesprungen. Ja, danach ging es weiter zum Tubing. Da ging es rasant durch einige schnelle Passagen und auch wieder ein bisschen ruhiger. Und zum Schluss sind wir einmal durch den Regenwald geflogen, und zwar mit der Zipline. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wie man sieht, wird man nass. Und das Ziplining ist so der actionmäßige Abschluss des Ausflugs. Jedes Mal, wenn unsere Schiffe im Hafen einlaufen, ist die Kommunikation zwischen Brücke und Manöverstation das Entscheidende. Und was da passiert, das zeigt Ihnen jetzt mal unser erster Offizier. Bitte schön. So ein Einlaufmanöver ist natürlich eine sehr komplexe, aber trotzdem eine sehr aufregende Geschichte. Also es beginnt alles im Grunde an der Lotsenstation. Wir haben uns angekündigt und der Lotse weiß Bescheid. Wir kommen mit einer relativ geringen Geschwindigkeit zur Lotsenstation. Der Lotse kommt zu uns an Bord. Zu diesem Zeitpunkt sind natürlich die beiden Manöverstationen auch schon voll besetzt mit jeweils einem Offizier vorne und Achtern und natürlich einer gewissen Grundbesatzung an den jeweiligen Manöverstationen, die dann die Leinen rausgeben. In dem Moment ist es natürlich wichtig, dass an den Manöverstationen gute, erfahrene Offiziere sind, denn der Kapitän steht nun mal hier
und die achtere Manöverstation ist ungefähr 300 Meter entfernt von hier. Und trotz der Tatsache, dass wir gute, leistungsfähige Kameras dort haben, ist das menschliche Auge natürlich unerlässlich. Und deswegen gibt es dann auch den Staffkapitän, der dann die ganze Interschiffskommunikation macht mit den Manöverstationen. Und dann kommt das Schiff ganz langsam längsseits. Und in der Regel wird dann die Springleine als erstes ausgesteckt, wie wir sagen, die dann natürlich verhindern soll, dass das Schiff noch Fahrt achteraus und voraus macht. Und die nächste Leine wäre dann eine Vorleine und an der achteren Manöverstation eine Achterleine, sodass das Schiff schon relativ stabil liegt. Und ab einem gewissen Punkt entscheidet der Kapitän, dass wir tatsächlich längsseits sind und wir machen keine Fahrt mehr voraus und auch nicht achteraus. Und dann kann dann der Offizier die entscheidenden Leinen weiter ausgeben, natürlich nach einem gewissen Muster, sodass wir dann am Ende 6-2 fest sind. Wir sind zu jedem Zeitpunkt sicher längsseits. Bei uns in Hamburg ist es heute so richtig kalt, es hat gerade geschneit draußen, es ist matschig, furchtbar. Der richtige Zeitpunkt, um seinen Urlaub zu buchen. Wir haben das schon gemacht. Wenn Sie das auch machen wollen, www.aida.de oder gehen Sie in Ihr nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Olbia auf Sardinien. Es geht weiter nach Palermo, Neapel und Rom. Noch ein Halt in Livorno, Ajaccio und Barcelona. Und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und jetzt kommen Sie wieder, die Bilder der Woche. Heute singt Samuel Wonderwall von einer meiner Lieblingsbands von Oasis. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und bis zur nächsten Woche. But they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead you there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe, say maybe, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Said maybe, said maybe, you're gonna be the one that saves me. That saves